Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Unabhängig von meinem Kanal Richtig Schwanger werde ich auch immer wieder ganz viel zum Studium gefragt oder zur Schule oder auch, wie jetzt geschehen, zum Berufsstart als Assistenzarzt. Wie ist das eigentlich so, wenn man auf einmal mit dem Studium fertig ist, mir nichts, dir nichts, auf einmal im Berufsleben steht und jetzt als Assistenzarzt natürlich oder als Assistenzärztin große Verantwortung auf einmal trägt? Und da wurde ich ganz viel gefragt und deswegen gibt es dieses Q&A Berufsstart. Viel Spaß beim Video. In einem meiner letzten Posts habe ich euch ja die Frage gestellt, was fällt euch so ein zum Thema Berufsstart? Was würdet ihr gern wissen? Gibt es da spezielle Dinge, die ich euch aus meinem Erfahrungsschatz mittlerweile erzählen kann? Und ja, das ist natürlich nur meine Erfahrung, da mag es ganz viele andere geben, aber es geht ja auch hier um ein Q&A von mir und deswegen beantworte ich einfach mal die Fragen, die mir gestellt wurden unter diesem Bild. Schauen wir mal rein. Übrigens, weil ich jetzt oft gefragt wurde, dieses nette Logo von dem Blumenuterus gibt es nicht im gynäkologischen Fachhandel, sondern in meinem Shop. Den Link findet ihr immer unter jedem Video, weil das ganz viel gefragt wurde. Das vorweg. Und wir starten jetzt mal mit Frage Nummer 1. Ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass das ja hier öffentlich gepostet wurde, dass ich das jetzt auch öffentlich hier auch nochmal mit Namen versehe. Junge hat gefragt, wo ich dich da gerade lesen sehe, liest du das Ärzteblatt jede Woche, schmeißt es sofort weg, bunkerst die Ausgabe von mehreren Jahren, soll ja solche und solche geben. Ja, für alle, die es nicht wissen, das Deutsche Ärzteblatt wird, sobald man quasi seine Approbation in der Tasche hat, einem zugesandt und da stehen immer nette Artikel drin und nicht nur natürlich fachspezifisch, sondern generell, ob es die innere Medizin ist oder die Chirurgie oder was es da halt gerade so Neues und Interessantes gibt. Viel Politik, viel Gesellschaftliches und ich stelle da so einen Twitter dar, also ich horte sie nicht, aber ich lese auch nicht jede Ausgabe. Ich gucke mir immer so ein bisschen an, was blätter einmal durch, was da so drin steht und picke mir eigentlich immer nur die gynäkologischen Dinge raus. Die Hefte, die ich interessant finde oder wo ich die Artikel interessant finde, die hebe ich sogar auf, falls ich da nochmal reinblättern möchte. Und da, wo wirklich nichts für mich drin steht, die wandern dann tatsächlich in den Papiermüll. Ja. Gibt aber solche und solche, das stimmt tatsächlich. Theresa Sophie 97. Wie einfach schwer war es, eine Stelle zu finden? Das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Fachrichtung man möchte, an welches Haus man möchte. Hat man spezielle Vorstellungen von der Stadt? Möchte man jetzt nur zum Beispiel in Würzburg irgendwie an eine Klinik? Möchte man an eine große oder an eine kleine Klinik? Davon hängt das alles so ein bisschen ab. Unterm Strich muss man nicht lange auf eine Stelle warten, habe ich jetzt so festgestellt. Ich hatte auch so ein bisschen meine speziellen Häuser, wo ich hin wollte, da habe ich mich beworben und da habe ich nicht sofort eine Zusage bekommen, aber die haben gesagt, im nächsten halben, dreiviertel Jahr kann da schon viel passieren. Das ist auch der Punkt. Die Fluktuation an relativ großen Häusern ist auch relativ hoch. Das heißt, es gibt Ärztinnen, die schwanger werden können, es gibt Leute, die dann woanders hingehen und so ist die Fluktuation an einem relativ großen Haus hoch, sodass man da auch schnell eine Stelle finden kann. An kleinen Häusern ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Da gibt es halt nicht en masse Stellen und da bleiben meistens dieser Kern am Team bleibt bestehen über lange Zeit. Also da hängt von vielen Faktoren ab. In der Gyn ist es tatsächlich oder allgemein ist es tatsächlich gerade so, dass eigentlich viele Ärzte gebraucht werden. Es herrscht ja Ärztemangel tatsächlich. Und man muss ein bisschen gucken, ist man da total flexibel oder ist man da auf eine Stadt fixiert oder auf einen Umkreis fixiert. Und so leicht oder so schwer gestaltet sich dann auch die Stellensuche. Aber gute Frage. Chilek, oh Gott, spreche ich richtig aus, Chilek 787. Sind Serien wie Scrubs, Grey's Anatomy etc. komplett fernab der Realität oder ist hier und da ein Funken Wahrheit dran? Also ich muss sagen, zu Grey's Anatomy habe ich nicht so viel geguckt. Klar, die erste Staffel, als es damals so gehypt wurde, habe ich natürlich mal reingeguckt und es war mir dann aber so ein bisschen zu Mädchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Scrubs habe ich mega gesuchtet und finde ich eine der besten Serien der Welt. Also ich habe, glaube ich, jede Staffel mindestens 10-mal geguckt. Und tatsächlich gab es mal eine lustige Studie, dass in Scrubs die medizinischen Fälle am realitätsnahesten waren, was total absurd klingt, weil die ganze Serie ja sehr absurd teilweise ist. Und ja, man muss sagen, natürlich ist das relativ fernab der Realität. Es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Hätte ich mit guten Kumpels aus der Uni jetzt zusammengearbeitet, wäre das schon diese Dialoge zwischen Turk und JD wäre das schon sehr ähnlich gewesen. Manchmal hat man einfach Kopfkino und wenn man das dann mit jemandem teilen kann, wird es natürlich lustig.
Wenn man aber jetzt nicht mit jemandem zusammenarbeitet, wo man wirklich eine Humorwellenlänge hat, dann wird das natürlich nicht so aussehen. Aber man muss schon sagen, dass so die Abläufe, wenn man zum Beispiel bei Grey's Anatomy so ein bisschen reinschaut, diese 24-Stunden-Schichten und so weiter, da wird einem diese ganze emotionale Bandbreite auch, wird einem näher gebracht. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man da sieht, es ist nicht nur alles toll und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es kann auch mal anstrengend und emotional sehr belastend sein. Und das geht bei Scrubs ein bisschen unter. Da ist irgendwie alles so ein bisschen lächerlich. Klar, da gibt es auch sehr emotionale Folgen, aber unterm Strich ist da schon ein bisschen was dazu gedichtet worden. Aber unterm Strich muss man sagen, ist das nicht ganz realitätsnah. Schön wäre es. Also ich fände es ganz cool. Und auch die Fälle bei Grey's Anatomy. Ich erinnere mich dann an irgendwelche Bomben an irgendwelchen Bäuchen von irgendwelchen Frauen, wo Meredith, glaube ich, da die Bombe festhalten muss oder wer auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht alltäglich. Aber ein Funken Wahrheit ist manchmal dran. Das stimmt. Nächste Frage. CNM. Wie war die erste Geburt, die du selbst durchgeführt hast? Also die ich selbst durchgeführt habe. Okay. Weil es ist nochmal ein Unterschied. Ich habe in meinem praktischen Jahr natürlich auch schon Geburten miterlebt, aber nicht selber in der Verantwortung gestanden. Wenn man dann irgendwann im Kreißsaal landet und seine ersten Dienste macht und dann wirklich als Arzt auch verantwortlich für den Verlauf ist, ist das schon mal noch eine andere Hausnummer, weil man hat einfach in der Geburtshilfe Verantwortung für mindestens zwei Menschenleben und bei Mehrlingen natürlich umso mehr und das ist schon nochmal ein anderes Ding. Ich habe die Geburt dank sehr, sehr guter Hebammen oder die ersten Geburten sehr gut in Erinnerung. Ich hatte da ein bisschen Bammel, aber ich hatte wirklich ganz, ganz erfahrene Hebammen an der Seite. Und die zeigen dir am Anfang oder zeigen dir alles, alle Kniffe, alle Tricks. Und das ist auch ein Tipp von mir. Hört auf die Hebammen. Die haben einfach Sachen drauf. Die machen das seit 20 Jahren und länger. Und man kommt da als Greenhorn rein. Und da würde ich erstmal ganz zurückhaltend sein. Zuschauen, auf die Hebammen ein bisschen hören und dann entwickelt man irgendwann über die Zeit selber ein Gefühl für Geburten, für die Verläufe und dann kann man auch ein bisschen mitreden. Aber am Anfang war ich da sehr zurückhaltend und war sehr lehrreiche Zeit. Aber keine schlechten Erinnerungen, ein bisschen Respekt vor dem ganzen Verlauf, klar, aber nicht, dass ich da komplett verängstigt in so eine Geburt reingegangen bin. Gute Frage. Tini Tim. Tini Tim 8114. Du erzählst immer wieder von deinen 24-Stunden-Schicht. Ist das überhaupt zulässig? Wenn ja, hältst du das für sinnvoll? Da kam noch eine Antwort dazu. Nee. Also, 24-Stunden-Schichten ist ein großes Politikum, ein großer Streitpunkt immer mal wieder, weil dann immer das Argument kommt, LKW-Fahrer müssen nach so und so vielen Stunden eine Pause einlegen und Ärzte müssen 24 Stunden durcharbeiten und ich hatte es neulich in einem Dienst, da war ich auch samstags in einem 24-Stunden-Dienst und war nach 20 Stunden Arbeit in der Nacht um 5 Uhr mussten wir dann notfallmäßig wirklich einen Kaiserschnitt durchführen und dann ist natürlich immer die Frage, ist das noch so, kann man das noch so verantworten, ist das so sinnvoll? Das ist eine Frage, die man stellen muss, das stimmt, aber man muss auch sagen, dass diese Schichtdienste gibt es schon seit Menschengedenken, das ist so in diesen Pflegeberufen und auch Arztberuf. Das unterschreibt man beim Arbeitsvertrag. Da stehen Klauseln drin, die das legalisieren quasi. Also, das ist, ich habe da jetzt mal einen Juristen gefragt, arbeitsrechtlich alles schon so legal. Aber es ist natürlich, man muss immer wieder diese Frage stellen: Wie sinnvoll ist das Ganze oder wie gut kann man sich noch nach 24 Stunden konzentrieren? Und da kann ich nur aus Erfahrung sprechen, wenn jetzt so eine Notsituation in der Nacht um 4 auch nach 20 Stunden Arbeit auftritt, dann ist man vollgepumpt mit Adrenalin und dann ist man so fokussiert und so konzentriert, da macht man weniger Fehler als bei Routinesachen nach 3, 4 Stunden Arbeit. Das ist wirklich so. Also man ist da hoch konzentriert und in dem Fokus. Danach fällt man in ein ziemliches Tal, muss man sagen, wenn man dann nach Hause kommt, bisschen was isst, dann fällt man fast in einen Todesschlaf, aber das geht schon. Du musst dir, bevor du dir irgendwie eine Klinik aussuchst, auch nach den Schichtsystemen fragen. Es gibt ganz verschiedene. Manche haben nur 24 Stunden, manche haben 12 Stunden Schichtsysteme. Was natürlich hat man öfter Arbeit, aber eben nur diese 12 Stunden am Stück. Und manche haben ein ganz anderes System. In der Pflege gibt es ja dieses komplette Schichtsystem mit Früh, Spät und Nacht. Da hat man also immer die 8 Stunden
Schichten und das muss man sich vorher gut überlegen, ob man das durchsteht. Aber ich kann nur eins sagen, man gewöhnt sich an vieles oder fast an alles und auch diese 24-Stunden-Dienste gehen rum. Und ich möchte nicht sagen, dass sie nicht anstrengend sind, aber es war noch nie die Situation, dass ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, jetzt adäquat zu reagieren oder zu agieren bei einer Notsituation nachts. Und das ist es ja meistens. Gut, also das ist aber ein großes Thema. Das kann man eigentlich gar nicht so schnell mal hier abfertigen. Fühlt man sich, Nora Fossini, fühlt man sich als Assistenzarzt wirklich am Anfang komplett überfordert und wann wird es besser? Nein, man ist am Anfang überfordert. Das ist auch zum Teil, was heißt überfordert? Es ist einfach sehr viel, was da auf einen einprischt. Auf einmal hat man ganz viel Informationsinput, nicht nur das Fachliche an sich, sondern auch ganz viele Menschen, die sich einem vorstellen, die einem Hallo sagen und man vergisst die Namen wieder, sind Schwestern, Hebammen, Kollegen, Servicekräfte, also ganz viele Menschen da, die auf einmal mit einem arbeiten. Dann kommt dieses ganze EDV-Zeugs, Computer-Zeugs dazu, was man noch am Anfang überhaupt nicht überblickt. Die ganzen Abläufe sind einem fremd. Man hat das Gefühl, man springt in so ein funktionierendes System rein, ein riesen Zahnradwerk und man steht da außen und weiß gar nicht, wo man jetzt da reinschlüpfen soll, damit man da mithelfen kann. Und das Ganze zusammengepackt hat, da kriegt man ein Gefühl der Überforderung. Ich schaffe das nicht, ich passe hier einfach nicht rein, der Arztberuf ist doch nichts für mich. Da kann ich einfach nur den Tipp geben, bleibt dran. Das wird relativ schnell besser. Man hat schon so nach ein paar Wochen das Gefühl, okay, jetzt blicke ich so langsam die Abläufe hier, morgens dies, nachmittags das und so weiter. Und dann checkt man auch langsam diese ganzen Computerdinge, kann jetzt selbst irgendwas eingeben oder irgendwelche Konsile anmelden. Das macht einen dann auch schon mal so ein bisschen stolz. Und das wird von Woche zu Woche, das sage ich auch immer unseren neuen Assistenten, die da anfangen, dass man sich da nicht entmutigen lässt. Jeder hat, glaube ich, anfangs in den ersten 2-3 Wochen mal eine Träne, die man verdrücken muss zu Hause oder auch an der Arbeit, weil man denkt, oh Gott, wie soll ich das jemals durchstehen? Aber es gäbe keine Ärzte mehr, wenn man das nicht irgendwann packt. Und man muss da einfach am Anfang drüber stehen. Wenn man nette Kollegen hat, mit denen man guten Draht hat, kann man auch mal hingehen und sagen, du, wie war bei dir das Ganze? Ich fühle mich total überfordert und ich kann da einfach nur aus meinem Erfahrungsschatz immer erzählen und sage, das war bei mir genauso und es war bei ihr genauso und es war bei ihm genauso. Das ist bei jedem so. Also da nicht entmutigen lassen, das ist am Anfang viel, aber es wird besser, es lichtet sich. Dann hat gefragt, oh, Lucrezia da Silva, das sind ja alles hier exotische Namen. Wo hast du eigentlich studiert? Du sagtest mal, du wärst über Los reingekommen, genau. Ich bin übers Losverfahren reingekommen. Ich habe in München an der LMU am Anfang und dann an der TU München studiert und hatte die Auswahl zwischen Marburg und München. Hätte also von München nach Marburg wechseln können und Marburg ist ja näher an meiner Heimatstadt, sodass ich da schon drüber nachgedacht habe, aber ich wollte dann irgendwie doch den Schritt wagen und ganz weit weggehen. Und das war München, kulturell natürlich was anderes als Mitte Deutschland. Kassel möchte ich jetzt nicht als Norddeutschland bezeichnen, aber auch das ist so ein kleiner Kulturschock gewesen. Und ich habe es als sehr, sehr schön empfunden. Die Stadt ist sehr toll und die kann ich zum Studieren quasi nur empfehlen. Ein bisschen teuer, klar, aber ganz, ganz tolle Stadt und Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht dort. Desi Fee fragt, wie überlebe ich die ersten Wochen und den ersten Nachtdienst, ohne komplett in Panik zu verfallen? Gibt es überhaupt eine gute Vorbereitung? Das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen erzählt. Also am Anfang ist es einfach viel, da muss man ein bisschen drüber stehen. Der erste Nachtdienst kommt irgendwann und der kommt leider irgendwie gefühlt immer zu früh. Also bei mir war das sehr, sehr früh tatsächlich. Ich musste, glaube ich, nach 3-4 Wochen schon ran, weil wir da ein bisschen Notstand hatten. Für mich unterm Strich oder jetzt zurückblickend sehr, sehr gut, dass man da direkt einmal durch ist und nicht die ganze Zeit das vor sich hergeschoben hat. Es gibt Tricks und Kniffe, einfach, ich glaube, das wurde ja auch genannt, auf die Schwestern hören, abgucken bei den Kollegen, viel fragen am Anfang, das nervt nicht, sondern das ist einfach wichtig, dass man, je mehr man fragt, desto mehr man auch Input bekommt, desto früher kann man ja auch irgendwo den Leuten und den Kollegen helfen. Hebammen und Schwestern sind am Anfang die große Hilfe der neuen Assistenten, das ist einfach so. Und wenn man sich mit denen gut stellt und nicht einen auf überhebliche Arzt macht oder sowas, dann kann man da richtig gute Freundschaften und Kollegen finden.
die einem am Anfang auch mal was abnehmen. Man möchte ja natürlich nicht immer den höhergestellten Assistenten dann wegen Blödsinn fragen oder den Oberarzt schon gar nicht, sondern dann kann man auch einfach mal zur Schwester gehen und sagen, du, ich habe es irgendwie verpennt, wie geht denn das nochmal oder wie wird das Medikament nochmal dosiert, weißt du es? Und ich sage dann, ja klar, hier und so. Und also das ist ganz wichtig, dass man sich da auch an die Schwestern schafft und an die Pflege einfach so ein bisschen ranhangelt und viel abschaut bei den ärztlichen Kollegen, wie die so die Abläufe machen. Ich finde, am Anfang ist es ganz wichtig, Struktur zu finden, sich selbst zu strukturieren, nicht da sich lenken zu lassen von äußerlichem Input. Klar ruft mal die eine Schwester das zu, die andere dies. Das hat mich am Anfang fertig gemacht, weil es wollten natürlich irgendwie alle gleichzeitig was von dir und du musst dann einfach in deinem Kopf so eine Prioritätenliste machen. Okay, diese Braunüle ist jetzt ganz wichtig und da muss ich das Konsil anmelden, damit es gleich läuft. Wenn ich das heute Nachmittag anmelde, ist scheiß. Und da muss ich nochmal schnell bei der einen Frau vorbeigehen und auf die Drainage achten. Also man macht sich dann so in seinem Kopf selber eine Prioritätenliste und wenn man das am Anfang nicht hinbekommt, aufschreiben. Schreib alles auf, nimm dir einen DIN A4-Zettel, der kann aussehen wie Hulle, aber Hauptsache da steht irgendwie eine To-Do-List drauf, so eine kleine, und da kannst du dann am Nachmittag schön alles abstreichen oder wegstreichen, was du dir aufgeschrieben hast, und so vergisst du am Anfang einfach weniger. Du vergisst immer mal was, du machst auch mal Fehler, aber das ist normal, das wird auch, das denk mal auch einfach, dass das passiert. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand kommt und sofort sich nahtlos einfügt und perfekt arbeitet. Dann haben wir noch eine Frage von Anni. Wann hast du deinen ersten Dienst nach dem Berufseinstieg übernommen und wie hast du den Einstieg generell empfunden? Ja, habe ich ja gerade gesagt, bei mir ging es relativ zügig. Durch den Notstand, bei uns fing das an mit den Stationsdiensten, Nachtdiensten und auch die Notfallambulanz haben wir bedient. Also im Kreißsaal kommt man bei uns erst nach so anderthalb Jahren, zwei Jahren, wenn man sich gut anstellt, als erfahrenerer Assistent, und am Anfang hast du diese Stations- und ZNA, also zentrale Notaufnahmendienste. Und ich habe das, natürlich hatte ich da Schiss vor. Also da kenne ich auch niemanden, der da super locker reingeht. Ich hatte nie, das ist ja irgendwie ein Gesetz, was ungeschrieben ist, aber das immer wieder auftritt, ich hatte noch nie so einen ruhigen Dienst wie in meinen ersten Diensten. Das ist irgendwie so gewollt. Wenn ich jetzt rückblickend denke, da hätte ich echt, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Erstens war ich viel zu aufgeregt, zweitens hatte ich immer was zu tun, weil ich noch ein bisschen unkoordiniert war. Aber wenn ich jetzt so überlege, was man dann so für Dienste schließlich hatte, wenn so einer mich erwischt hätte in den ersten zwei, drei Diensten, Heidewitzka, da hätte ich ganz schön Sternchen gesehen. Klar hat man Angst, man muss durch und es hilft nichts, das vor sich herzuschieben. Wenn gefragt wird, wann willst du Dienste machen, dann sagst du einfach, ja, so nach 4, 5 Wochen wäre schon nicht schlecht, weil viel länger würde ich da nicht warten. Dann bist du fit genug und du musst dann einfach auch mal durch. Katsch. Hast du in deinem jetzigen Haus PJ gemacht bzw. hospitiert, bevor du angefangen hast? Wann und warum hast du dich für die GYN entschieden? In meinem jetzigen Haus habe ich nicht PJ gemacht. Ich habe in München mein komplettes PJ absolviert und auch im selben Haus. Das mag für die einen so ein bisschen langweilig sich anhören. Ich wollte auch mal für ein Tertial nach Holland und da die Geburtshilfe mir ein bisschen anschauen. Das hat leider kurzfristig nicht geklappt. So war ich also wirklich nur in einem Haus, habe natürlich verschiedene Bereiche gesehen. Und es lohnt sich da tatsächlich, sich auch mal andere Häuser anzugucken. Ich weiß nicht, warum ich da ein Jahr geblieben bin. Ich fand das einfach bequem. Mir hat die Uni auch gefallen. Ich kannte mich da aus und deswegen hatte ich da jetzt nicht so den Bedarf, da in irgendwelche anderen Häuser reinzuschnuppern. Ich wollte auch am Anfang arbeiten. Meinen ersten zwei Assistenzarztjahre wollte ich da eigentlich verbringen. Ist dann unterm Strich was anderes geworden, wie ihr vielleicht wisst. Aber so habe ich mein komplettes PJ dort absolviert und hospitiert. Für alle, die nicht wissen, erstmal, was ein PJ ist, das praktische Jahr. Das macht man also am Schluss des Medizinstudiums. Da arbeitet man ein Jahr wie ein Assistenzarzt eigentlich, nur ohne die Verantwortung und ohne Geld. Und das Hospitieren ist quasi das kurzfristige Mal reinschnuppern in eine Klinik. Das kann man 1, 2 Tage machen, kann man auch eine Woche machen. Einfach um zu gucken, wie sind die Abläufe. Und das habe ich einen Tag gemacht in unserer Klinik oder in meiner Klinik, wo ich jetzt bin. Habe aber auch eine Formulatur gemacht. Für alle Nichtmediziner, eine Formulatur ist sowas wie ein Praktikum. Also war ich 4 Wochen schon mal in diesem Haus tätig und kannte daher die Abläufe und ich kannte die Menschen. Deswegen hat mein jetziger Chef auch gesagt, ein Tag Hospitation reicht. Und es lohnt sich auf jeden Fall, oder ich würde es sogar voraussetzen, dass man sich das Haus, wo man mal hin möchte,
vorher einmal anschaut und da reicht nicht ein Tag, da muss man schon mal fast eine Woche hin, um so ein bisschen die Abläufe zu checken, um auch zu gucken, wie ist das Klima unter den Kollegen. Da hatte ich auch, ich hatte eine Hospitation in München in einem anderen Haus, da habe ich irgendwie gemerkt, das Klima unter den Kollegen ist ganz seltsam. Also die sind alle so ein bisschen strange, so ein bisschen distanziert und das wollte ich nicht. Also wenn ich da schon lange Zeit verbringe in so einer Klinik, dann muss das Menschliche stimmen und deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall vorher einmal reinzuschauen. Lisas Medicine fragt, gerne ein paar Worte zu großes Haus, Schrägstrich Uniklinik oder doch lieber kleineres Haus zum Berufsstart. Speziell natürlich für den Gyn-Facharzt. Das ist eine Frage, die sich dann jeder irgendwann mal stellen muss. Möchte ich jetzt an ein großes Haus mit viel Fluktuation, mit viel Patienten, mit großen Eingriffen oder möchte ich lieber an ein kleines Haus? Lerne die Basics gleich am Anfang, da vielleicht auch viel schneller mal selber operieren und selber was machen. Da gibt es solche und solche. Die einen sagen, für mich kommt nur das eine und das andere in Frage. Du musst einfach für dich so ein bisschen überlegen, was möchtest du. Für mich war eigentlich am Anfang so, hatte ich mir schon überlegt, in die Uniklinik zu gehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, wenn ich gleich mal die volle Breitseite bekomme, also an Fluktuation, an Stress, an Verantwortung, dann kann ich immer noch den Schritt gehen in ein kleines Haus. Und dazu stehe ich heute noch. Wenn ich jetzt an einem kleinen Haus angefangen hätte, ja, wo alles so ein bisschen gemächlicher ist und man lernt sehr gut, man lernt die Basics auch sehr gut, aber so diese ganz großen Pathologien, die ganz großen heftigen Komplikationen, die sieht man da vielleicht nicht, die werden nämlich in die Uniklinik geschickt, kann ich den Schritt in ein großes Haus auch gehen, aber das überfordert am Anfang. Also ich glaube, das ist schon heftig, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt 2 Jahre schon Berufserfahrung und dann kommt man auf einmal in so ein großes Haus und denkt, ach du Kacke, was ist denn hier los? Und ich komme überhaupt nicht klar. Das habe ich jetzt bei so ein paar Kolleginnen, die in einem kleinen Haus vorher waren, die jetzt zu uns gekommen sind, schon erlebt, dass die sagen, das ist einfach ein ganz anderes Pflaster. Also man hat nicht mehr 2 Frauen, die am Tag ein Kind kriegen, sondern 7, 8 Frauen und man muss da wirklich viel besser sich koordinieren und das kann natürlich am Anfang heftig sein. Deswegen bin ich immer noch der Überzeugung, erst größeres Haus und dann kann man immer noch gucken, ob man das nicht packt und in ein kleineres Haus will, als andersrum. Weil du bist dann schon, du wächst damit auf, das ist ein großer Vorteil, du wächst mit diesem Stresspegel auf, du wächst mit diesen ganzen Verantwortungsbereichen auf, du wächst mit den ganzen Pathologien auf. Also was für ein kleines Haus, so, oh mein Gott, wir müssen sie sofort weiterschicken, ist für dich dann so, ah okay, schon wieder dies und das. Und das hilft, weil du einfach viel siehst und viel erlebt hast schon in jungen Jahren. Bin jetzt seit 3 Jahren dabei und habe schon so viel erlebt, dass ich jetzt schon quasi in einem kleinen Haus als sehr erfahrener und sehr Assistent gedeutet würde und sehr viel gesehen habe und da wahrscheinlich auch dann um Meinung gefragt werde, falls da irgendwie so eine Pathologie reinkommt. Also das hat schon auf jeden Fall Vorteile, meiner Meinung. Aber man kann natürlich genauso gut in einem kleinen Haus anfangen und dann in ein großes wechseln oder auch in einem kleinen Haus bleiben. Vielleicht genügt einem das auch, wenn man sagt, okay, mir reichen die Basics. Ich möchte mich lange Zeit mit 1, 2 Patienten mit denen beschäftigen, dann ist das natürlich auch eine ganz tolle Sache. Also muss jeder so ein bisschen für sich suchen. Und die hat gleich noch eine Frage gestellt. Wie wichtig ist der Dr. Med? Ja, unterm Strich ist der null wichtig. Entschuldigung, hier macht mein iPad gleich einen Abgang. Gar nicht wichtig. Du brauchst ihn offiziell ja nicht, um als Arzt anerkannt zu werden. Für mich gehört er irgendwie dazu. Ich habe 6 Jahre studiert und da möchte ich auch irgendwie diesen Titel vorneweg haben. Deutschland ist eins der, glaube ich, wenigen Länder, wo man das dann noch extra eine Doktorarbeit machen muss. Bei anderen hat man das quasi mit Abschluss des Studiums, mit Examen, kriegt man seinen Doktor quasi davor gesetzt. Bei uns ist das nicht so. Und ich habe eine Doktorarbeit gemacht, die ist eingereicht. Die muss ich jetzt irgendwann mal verteidigen, wenn ich meinen Termin irgendwann mal bekommen sollte. Und dann habe ich meinen Dr. Med. Und mein großer Tipp, wenn ihr das vorhabt zu machen, macht es während des Studiums. Es mag euch dann total stressig erscheinen und boah, während des Studiums meinen Doktor machen, das ist ja voll heftig. Während der Arbeitszeit den Doktor machen ist fast utopisch. Also das ist fast nicht möglich. Man kommt hier ganz anders abends an als von der Uni und wenn ihr die Zeit irgendwie aufbringt während des Studiums, macht es während des Studiums. Ist ein absoluter großer Tipp. Ich habe das Gott sei Dank gemacht und habe jetzt andere Kollegen, die das jetzt anfangen und die jetzt ihre Stelle reduzieren müssen, um irgendwie die Doktorarbeit über die Bühne zu kriegen. Infant Flow fragt, was waren denn die Dinge, die dich in den ersten Tagen, Wochen, Diensten am meisten in Spitzen gebracht haben? Hast du dazu noch ein paar Tipps? Danke. Bitte.
Die Dinge, die mich am meisten am Anfang ins Schwitzen gebracht haben, waren tatsächlich so die Basics. Noch nicht mal die Sachen, die kompliziert sind, wo ich nicht weiter wusste, weil das wird als Anfänger auch nicht vorausgesetzt, dass man direkt so die ganz schwierigen Fälle auseinanderdröselt, sondern so die Basics. Wenn ich also nachts im Dienst eine Braunüle bei einer alten Omi wirklich nicht hinbekomme, das hat mich ins Schwitzen gebracht, weil ich denke, dafür jetzt den erfahrenen Dienst zu rufen, das ist echt unangenehm. Oder auch irgendwas anmelden am Computer, was mir jemand schon zwei, dreimal gezeigt hat. Das sind alles Dinge, die mich am Anfang mehr ins Schwitzen gebracht haben, weil ich es einfach unangenehm finde, dass man etwas ein paar Mal gezeigt bekommt und dann irgendwie noch nicht hinbekommt. Das fand ich ein bisschen blöd am Anfang. Also nicht die Sachen, die ganz kompliziert sind, da kann man fragen, da sollte man auch fragen, sondern die Dinge, die man doch dann schon hinbekommen sollte. So, ich muss kurz mal was trinken. Nein, ich werde nicht irgendwie gesponsert, sondern ich habe einfach nur Durst. Kesposa schreibt, wann darf man das erste Mal einen Kaiserschnitt durchführen? Auch das ist von Haus zu Haus unterschiedlich und auch von Oberarzt zu Oberarzt unterschiedlich. Also Kaiserschnitte darf man bei uns durchführen. Man muss schon mal ein paar gesehen haben, das ist wichtig. Also man muss schon ein paar Mal dabei gewesen sein. Und bei uns war das ganz geschickt gemacht, so werde ich das später auch mal machen, dass man als Operateur, also als erfahrener Operateur, den Kaiserschnitt erstmal macht. Und am Anfang lässt man dann den Assistenten dann mal unter Aufsicht natürlich die Hautnaht zum Beispiel machen. Bei der Hautnaht möchte ich nur dazu sagen, das wird bei uns sehr, sehr ernst genommen. Die dauert vielleicht auch mal 20 bis 30 Minuten, weil das ist das Einzige, was die Frau danach am Kaiserschnitt sieht. Und das ist die Hautnaht. Und wenn die nicht schön ist, dann wird das zur Not wieder alles aufgemacht und nochmal vernäht. Also, aber das ist etwas, was man als erstes dann mal so, oder was man als erstes operieren darf, dann mal so die Hautnaht zu machen. Ist auch so mit das Wichtigste, wie gesagt. Und beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal lässt man dann mal, holt man als Operateur das Kind raus, macht alles fertig, sodass nichts mehr Wildes passieren kann. Man darf dann mal das Peritoneum vernähen oder die Faszie vernähen. Also alles Dinge, die einen dann so Stück für Stück und Schritt für Schritt näher an die komplette OP heranbringen. Und wenn man sich dann gut angestellt hat, dann sagt der Operateur vielleicht auch mal irgendwann so, jetzt machst du's. Und dann werden natürlich die Augen ganz groß. Und dann wird gesagt, ich bin bei dir, kann nichts passieren und alles ist gut. Also das ist bei uns, kann man pauschal nicht sagen, ist auch ein bisschen, wie man sich anstellt im OP. Aber sagen wir mal so, nach anderthalb Jahren, 2 Jahren darf man schon das erste Mal diese halben OPs machen. Ich finde das ganz gut eigentlich, dass man das so Schritt für Schritt daran herangeführt wird. Dr. Entchen. Entchen schreibt oder fragt, welche Fachzeitschrift für Gyn ist dein Favorit? Gute Frage. Da gibt es ja zahlreiche Fachzeitschriften und ich habe auch welche abonniert, die ich für gut erachtet habe. Zeige ich zum Schluss mal so ein paar rein in die Kamera, weil die müsste ich jetzt holen. Und das ist meine persönliche Erfahrung, aber es gibt ganz, ganz viele Fachzeitschriften und man muss da für sich so ein bisschen raussuchen, was man für hilfreich oder gut hält. Meisten Kliniken haben ja auch welche abonniert, da kann man auch mal reinblättern, ob einem diese Struktur von der Zeitschrift gefällt und die Infos gefallen und so weiter und so fort. Gibt es wie Zeitungen, gibt es gute, gibt es schlechte und jeder muss da so für sich ein bisschen was raussuchen. Zum Thema Reproduktionsmedizin lassen wir jetzt mal weg, das hat ja nichts mit Berufsstart zu tun, tut mir leid. Berfin027 schreibt, warst du am Anfang an schon selbstbewusst und offen im. Danke für die E-Mail. Warst du am Anfang schon selbstbewusst und offen im Umgang mit Kollegen und Patienten oder kam das mit der Zeit? Gute Frage. Also offen war ich, glaube ich, bin ich immer schon gewesen zu Patienten. Ich habe, glaube ich, auch, bin da jetzt nicht rein wie ein kleines Mäuschen und habe gestottert und war verunsichert. Sondern bin da auch relativ selbstbewusst aufgetreten. Ich habe den auch den Patienten, wenn die eine Frage hatten, die ich nicht beantworten kann, habe ich denen auch ganz offen gesagt, das kann ich nicht beantworten. Ich frage gerne meine Kollegin oder meinen Kollegen oder ich war bei der Operation nicht dabei, da müsste ich auch noch mal den Operateur fragen. Also ich glaube, da hilft es einfach, sich nicht irgendwas aus den Fingern zu saugen und Informationen, die hinterher noch falsch sind, sondern es hilft da einfach, wenn man in die Bredouille kommt, da offen zu sein zu den Patienten und auch mal sagen zu können, das weiß ich nicht. Ich meine, das sind auch nur Menschen und alle Informationen der Welt haben wir auch nicht im Kopf. Und das ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Und offen, ich bin, so wie ich hier in den Videos eigentlich bin, bin ich auch zu Patienten. Ich bin da jetzt ohne Cappy und so weiter. Aber ich bin da auch relativ locker offen und versuche trotzdem seriös zu bleiben. Also, das ist irgendwie meine Art. Die hatte ich schon immer und die werde ich auch nicht ablegen, denke ich. Das ist so.
angeboren, denke ich. Man wird natürlich, ob das mit der Zeit kam, man wird natürlich um einiges selbstbewusster, je mehr man erfahren hat, je mehr man weiß, das ist ganz klar. Johanna Kamm fragt, was antwortet man, wenn ein erfahrener Kollege fragt, ob man etwas kann? Ja klar, erscheint mir nicht sehr hilfreich. Man macht ja am Anfang auf jeden Fall Fehler. Aber wenn man Nein sagt, darf man gar nichts. Auch da ist Offenheit, glaube ich, Trumpf. Wenn dich jemand fragt, kannst du denn schon das und das? Und du weißt ganz genau, nö, kann ich eigentlich nicht. Dann sagst du einfach nein, aber ich würde es gerne lernen oder irgend sowas ähnliches. Also die profitieren ja davon, wenn du, umso mehr du kannst, desto mehr kannst du helfen. Also profitieren ja ältere Kollegen auch davon. Und wenn du etwas nicht kannst und ja sagst, finde ich das gelogen. Und nachher baut man Blödsinn und dann kommt raus, man kann das ja eigentlich gar nicht, das ist nicht gut. Darum würde ich ganz ehrlich sein. Ich kann das noch nicht, ich würde es aber gern können. Oder ich schaue dir gern mal zu und beim nächsten Mal mache ich es selber. Also so ein offener Umgang mit Kollegen auch ist sehr hilfreich. Und das medizinische Motto lautet ja immer, see one, do one, teach one. Also man muss es mal gesehen haben, dann muss man es mal gemacht haben und dann kann man es lehren. Und das ist zu 99,9% auf jeden Fall zutreffend für die Klinik und auch für die Praxis. Also das ist einfach das Lebensmotto eines jeden Mediziners. Ich würde da wirklich ganz offen mit umgehen. Und du kannst ja nichts dafür, wenn du es nicht kannst. Also wenn jetzt nach 2 Jahren du immer noch eine Routine, irgendwas, was auch immer, Eingriff, Diagnose, was weiß ich, nicht kannst, heißt das ja nicht, dass du dich da die ganze Zeit gewehrt hast und gesagt hast, ich möchte das nicht, sondern es hat dir keiner gezeigt. Also ist das ja eher der Vorwurf für die Kollegen. Also wenn du nach einem Jahr immer noch nicht Blut abnehmen kannst zum Beispiel, dann hat es dir niemand richtig gezeigt, dann muss dir das jemand zeigen, damit du es kannst. Weil wir haben alle ein Abitur, die Mediziner, wir haben alle Medizin studiert, so ganz blöde können wir nicht sein. Und wenn wir dann irgendwas noch nicht können, liegt es nicht an euch, sondern irgendwie an der Lehre und am Teaching. Das ist eine sehr gute Frage. Marie TB, was hättest du im Studium gerne schon gewusst, und beim Einstieg besser vorbereitet zu sein? Keine Ahnung. Was hätte ich im Studium gerne gewusst? Also, ich hätte nicht gedacht, dass mich solche technischen Dinge so sehr aufhalten, auch die ganzen Telefonnummern von irgendwelchen Konsilen oder Kollegen von der Allgemeinchirurgie oder von der Nephrologie, diese ganzen Tausende von Nummern, die man jetzt so im Telefon langsam hat von Kollegen, das hätte ich am Anfang gar nicht erwartet, dass das einen so aufhält, wenn man jetzt die Nummer vom Labor raussuchen muss, um da wen anzurufen, dass man irgendwelche technischen Dinge am Computer, der druckt nicht oder das Konsil finde ich nicht, das hält am Anfang auf und das macht es nicht besser. Wenn das am Anfang dich auffällt, dann wird hinten raus die Schlange, die du zu tun hast, immer länger. Hätte ich das gewusst, hätte ich da bei der Hospitation oder bei der Formulatur ein bisschen mehr hingeguckt, wie dieses Gerätezeugs, Technikzeugs funktioniert. Das ist so ein Tipp, den ich vielleicht mitgeben kann. Ansonsten auf jeden Fall die Basics üben, Braunüle, Blut abnehmen, auskultieren, alles das, was man so im Studium mal so nebenbei in einem Seminar hört, mitnehmen, bewusst mitnehmen und versuchen, sich zu verinnerlichen. Wer am Anfang gut Braunüren legt, gut Blut abnimmt, hat schon mal wirklich einen halben Dienst rum, weil das ist wichtig, dass man das kann. Und wie gesagt, das hat mich am Anfang ins Schwitzen gebracht, weil ich mich da gerne mal im PJ auch vorgedrückt habe. Das ist eine lästige Aufgabe für alle PJler da draußen. Das ist so, ja, das wissen wir alle. Und es hilft aber wirklich, wenn man es gut übt und dann als Assistent, wenn man dann irgendwann Assistenzarzt ist, noch gut kann. Das ist so, glaube ich, der größte Tipp, den ich geben kann. Der Rest, der kommt dann, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Auf Dienste, da klar kann man mal einen mitlaufen, aber das ist immer was ganz anderes, wenn man selbst in der Verantwortung steht. Sorry. Sylla Feim? Sorry, wenn ich den Namen komplett falsch ausspreche. Hast du Büchertipps für die Gyn? Auch da würde ich gleich einfach nochmal was holen an Büchern. Ja, ich habe da ein paar Bücher, die mir gut gefallen haben. Auch da, das ist Geschmackssache und mir muss das immer von der Struktur gut gefallen in einem Buch. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, wo alles so detailliert und schön aufgelistet sein muss. Und das hat mir an Büchern immer gut gefallen. Ment 3873. Ab wann fühlt man sich angekommen im Beruf und ab wann fühlt man sich sicher? Hat man, glaube ich, auch schon jetzt zur Genüge. Es dauert seine Zeit, aber so nach einem Vierteljahr fühlt man sich das erste Mal so, hey, läuft langsam.
Und nach einem halben Jahr denkt man, jo, das macht doch sogar Spaß auch. Und dann geht es eigentlich nur aufwärts mit der Sicherheit. Zombie-Krümel. Eine Nachricht. Gab es schon den Fall, dass du richtig Mist gebaut hast in Bezug auf eine Patientin? Wenn ja, was war es und wie bist du damit umgegangen? Richtig Mist meinst du wahrscheinlich, also dass wirklich jemand zu Schaden kam. Und das ist mir Gott sei Dank wirklich noch nicht passiert und ich hoffe, das wird mir auch niemals passieren, weil das natürlich, wenn jemand Schaden erleidet aufgrund deines Fehlers, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer auch zu verarbeiten. Da muss man wirklich erstmal dran knabbern. Und wir erleben sehr viel Mist da auch, Blödsinn. Jetzt nicht von uns verursacht, sondern auch einfach nur durch den Verlauf von Krankheiten oder auch Schwangerschaften, wo man auch schon zu knabbern dran hat. Und wenn man dann noch schuld an irgendwas ist, ist das schon heftig, glaube ich sehr gerne. Ist mir Gott sei Dank so noch nicht passiert. Also dir passieren Fehler, kleinere Fehler, aber ohne dass da jemand groß zu Schaden gekommen ist. Bei mir jetzt. Und das. Da bin ich auch sehr dankbar. Das spricht ja auch dafür, dass ich gute Kolleginnen hatte und Kollegen, die mich da gut eingearbeitet haben, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist bisher. Und ich hoffe, das bleibt auch immer so. Luftpost 215 schreibt: Seid ihr als Ärzte über das Krankenhaus versichert? Also im Falle, dir würde mal ein Fehler mit schwerwiegenden Folgen passieren oder müsst ihr dafür auch privat selbst vorsorgen? Wenn man so hört, was private Hebammen so an Versicherungssummen zahlen müssen. Sehr gute Frage. Und sehr gute Frage deswegen, weil man im Studium von sowas gar nichts hört. Man ist über das Krankenhaus versichert. Wenn da Unklarheiten herrschen, würde ich da einfach mal entsprechende Personen fragen, ob es die Chefin oder der Chef ist oder die Personalabteilung. Was da, inwieweit man versichert ist, aber in der Regel ist man das. Wenn also Mist passieren sollte, dann haftet quasi die Klinik oder die Klinik springt dann auch juristisch dafür ein. Ich habe auf Anraten eines Freundes eine Privathaftpflicht abgeschlossen, weil man als Mediziner auch einfach mehr belangt werden kann, wenn man jetzt im Alltag außerhalb dieser Klinik, außerhalb des Berufs medizinische Sachen macht. Mal angenommen, da ist jemand, fällt um und man reanimiert und bei der Reanimation bricht man der Omi oder dem Opi eine Rippe und die führt dann, was weiß ich, zum Pneumothorax, also dass dann Luft in die Lunge reinkommt und daran muss der Opa oder die Oma dann operiert werden und kriegt eine Pneumonie, eine Lungenentzündung und so weiter. Also das wollen wir gar nicht da weiterspinnen. Dafür habe ich eine private Haftpflicht abgeschlossen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man braucht sie nicht zwingend, aber ich habe es gemacht, weil, wie gesagt, mein Freund hat da gesagt, das wäre doch eine gute Maßnahme, um sich da auch privat abzusichern. Und man, you never know, was so kommt auf den Straßen Deutschlands und außerhalb Deutschlands. Iris goes to CNZ. New Zealand? Wer ist denn aus New Zealand? Wie hält man die ersten 24-Stunden-Schichten durch? Ja, brauchen wir nicht drüber reden. 24 Stunden muss man sich mal überlegen, das ist dreimal normaler Arbeitstag für normale Menschen. Also dreimal 8 Stunden sind lang, sind sehr lang. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet in der inneren Medizin, auf einer speziellen Station. Der guckt pro 24-Stunden-Dienst, glaube ich, zwei Staffeln seiner Lieblings-, sorry für das Gebimmel, zwei Staffeln seiner Lieblingsserie, duscht noch viermal und muss dann mal drei Pronylen legen und das war's für ihn. Das war seine aufregende Zeit, ist quasi die Pronyle, die nicht beim ersten Mal klappt. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir da wirklich 24 Stunden mehr oder weniger durcharbeiten müssen, weil das einfach sehr viel Aufkommen bei uns ist. Ob es jetzt in der Geburtshilfe ist oder auch in diesen Hausdiensten, die ich vorhin angesprochen habe, hat man selten eine Stunde am Stück einfach komplett Ruhe. Man hat mal ein paar Minuten, da isst man was, da trinkt man was, geht man mal aufs Klo, trinkt man Kaffee, macht nebenbei seine Dokumentation, was weiß ich. Aber dass man wirklich mal mehr als eine Stunde Zeit hat für Rumhängen, habe ich noch nie erlebt. Also ich habe noch nie auch nur an eine Serie gucken gedacht oder so. Deswegen, die Dienste können lang werden, wenn man nichts zu tun hat und gehen rum, wenn man ein bisschen was zu tun hat. Das ist schon ganz gut. Man muss da einfach durch. Das ist lang. Das ist immer noch lang. Das wird auch nach 10 Jahren Arbeitsalltag, glaube ich, lang sein. Ich dachte am Anfang, das wird vielleicht besser.
Aber das bleibt lang, auch nach 3 Jahren. Jetzt sind die 24 Stunden noch teilweise Ewigkeiten und man ist dann gut geschlaucht am nächsten Tag. Ist leider Berufsrisiko. So, letzte Frage. Reicht dann auch. Wir sind schon lange dabei, oder? Wahnsinn. Chrissyhuber.kh, was hast du mit deinem ersten Gehalt gemacht? Süße Frage. Gute Frage. Mit meinem ersten Gehalt, erstmal ist es ein cooles Gefühl, das erstmal so richtig Gehalt und das war so viel Geld auf einmal und krass. War total cool. Und auch natürlich für die ganzen Strapazen in den ersten Wochen eine absolute Genugtuung, dass man dafür dann gut Geld bekommt, was man da so durch oder erleidet quasi. Ich habe, so kitschig das klingt, ich muss sie noch mal fragen, aber ich glaube, ich habe in meinem ersten Gehalt ein Kleid für meine Frau gekauft. Ich glaube schon. Das klingt echt wie aus einer schlechten Romanze. Ich werde sie nachher noch mal fragen. Ich meine, das ist so. Und für mich habe ich, glaube ich, gar nichts Großes jetzt gekauft irgendwie. Man hat da natürlich mal, was ich total cool fand, was man im Studium nicht gemacht hat, auf einmal mal essen gegangen oder brunchen gegangen oder solche Geschichten, wo man im Studium überhaupt keinen Cent für hatte, mal abends essen zu gehen und mal richtig mal auf die Kacke zu hauen, mal so und eine Flasche Wein zu bestellen. Das hat Spaß gemacht. Das macht heute noch Spaß, wenn man denkt, okay, das kostet jetzt alles hier 100 Euro, zu zweit essen mit ein bisschen Wein, mit hinten her noch ein Dessert und ein Espresso. Das kostet Geld, aber hey, dafür arbeitet man viel, dafür verdient man sich nachts das Geld, um hier mal sich's richtig gut gehen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch so der abschließende Satz, gebt Geld aus. Nein, der abschließende Satz ist einfach, dass man sich neben der Arbeit, die viel werden kann und auch ist, kann man nicht beschönigen, sich nicht selbst vergessen sollte und auf jeden Fall sich was gönnen soll. Man soll jetzt nicht hier rumprassen und Blödsinn kaufen, aber so dem Liebsten oder der Liebsten was Schönes gönnen, mal ein schönes Essen oder einen Wellnessurlaub oder irgend sowas, was man sich einfach verdient hat nach viel Arbeit. Und das sollte man nicht vergessen. Und man sollte auch nicht vergessen, dass es ein toller Beruf ist. Man hilft Menschen, man kann unglaublich viel bewirken. Allein durch das Sprechen mit Patienten kann man die beruhigen, kann man sie in eine Richtung lenken. Es macht ganz viel Spaß, da Menschen zu helfen. Und das sollte man neben der ganzen Arbeit, neben dem ganzen Stress und manchmal möchte man fluchen und irgendwo gegentreten, das stimmt. Bitte nicht gegen die Patienten treten. Aber es macht einfach, es gibt einem super viel. Das ist wirklich die Message, die man einfach mitgeben kann. Super Beruf. Ich würde immer wieder dasselbe machen. Ich würde immer mich wieder für den Arztberuf entscheiden. Und er ist sehr facettenreich. Man lernt unglaublich viele tolle Menschen kennen, nervige Menschen kennen, Schicksalsschläge, tolle Verläufe, schlechte Verläufe. Man kriegt eine ganze geballte Ladung von Erfahrung. Man kriegt auf einmal Verantwortung aufgebürdet und merkt, wie man damit umzugehen lernt. Es hilft dir selbst, du hilfst anderen und du kannst noch schön essen gehen. Was will man mehr von einem Beruf? In dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Habt nicht so viel Angst vor den ersten Diensten. Ich zeige euch jetzt gleich noch meine Zeitschriften, die ich so habe, meine Bücherempfehlungen. Ich krieg weder für die Cola hier Geld noch für diese Zeitschriften. Das ist einfach so, was ich hier rumfliegen habe und das trinke ich halt gerne. Also da nicht denken, ich habe hier irgendwelche Sponsoren am Start. Okay, dann freue ich mich aufs nächste Q&A. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch noch so interessiert, zum Studium, zum PJ, zum auch gerne Assistenzarzt-Dasein, zur Schule. Ich beantworte sehr gerne so Q&A-Fragen, weil es einfach mal anderen Menschen hilft, dass sie merken, okay, ich habe dieselben Probleme, wie der Typ da mal hatte und er hat es irgendwie überlebt, also müsste ich es auch überleben. Es hilft, glaube ich, mir hat das sehr geholfen, als ich damals so ein paar Infos bekommen habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Berufsstart. Bis dann, ciao. So, dann noch ein kleiner Nachtrag zu dem Thema Bücher und Zeitschriften. Ich muss sagen, ich bin einfach ein großer Thieme Verlag Fan geworden, weil mir die Struktur gefällt, weil mir das Konzept gefällt. Und das heißt nicht, dass das das Maß der Dinge ist, aber deswegen habe ich auch von Thieme so die meisten Zeitschriften und da kann ich sehr empfehlen, von dem Thieme Verlag. Diese Fachzeitschrift, EBFRA, also Geburtshilfe und Frauenheilkunde, ich finde die cool strukturiert, die sind immer ziemlich auf dem neuesten Stand. Es stehen Studien und Papers drin, es stehen aber auch einfach mal Basics drin. Die Serie hat nämlich auch noch folgendes Heftchen Up to Date, finde ich mit das Coolste, was es gibt,
weil der Name wirklich Programm ist. Da wird einfach mal wieder ein Thema komplett auseinanderklamüsert. Oder hier zum Beispiel in dieser Ausgabe stehen auch so praktische Vorgehen drin. Hier zum Beispiel eine Aszitis-Punktion, wie da der genaue Ablauf ist, worauf man achten muss. Und also nicht nur theoretisches Wissen hier vermittelt, sondern auch praktisches Wissen. Oder hier zum Beispiel einfach anschaulich irgendwelche Pränatal-Geschichten, wo man sich einfach nochmal belesen kann. Kann man sich dann auch, hier sind so Löcher drin, rausreißen in so einen großen Ordner heften und hat dann immer alles schön sortiert. Und das finde ich halt cool, es hat Struktur. Ich bin ja total Struktur-Fan. Deswegen, ich kriege kein Geld dafür. Ich finde es einfach nur super cool, kostet eine Menge Knete und trotzdem, es lohnt sich für mich. Es gibt aber auch noch andere Fachzeitschriften, die ich auch ziemlich gut finde, ist zum Beispiel die Gynäkologie und Geburtshilfe, das ist glaube ich der Springer Verlag, ja, vom Springer Verlag, auch sehr schön strukturiert, gar nicht so dick, das heißt, man hat jetzt nicht das Gefühl, okay, ich brauche jetzt hier 3 Wochen, um da mal ein bisschen durchzulesen, sondern da sind auch einfach so Basics in wenigen Seiten erklärt, was ich auch ziemlich cool finde. Die kriege ich quasi immer von meinem Papa, weil der die auch abonniert hat. Und dann gibt es natürlich noch die Zeitschrift Frauenarzt, die habe ich jetzt gerade nicht hier, die so auch sehr gängig ist. Ist nicht so mein Ding gewesen, die finde ich so ein bisschen unübersichtlich, aber mit Sicherheit qualitativ auch sehr, sehr gut. Bücher, wer hätte es gedacht, bin ich auch ein großer Thieme-Fan. Die duale Reihe kennt, glaube ich, irgendwann jeder Student vom Thieme Verlag, weil ich fand das auch so cool, weil hier einfach an den Rändern immer die Zusammenfassungen stehen von dem Artikel. Der da, also das heißt, wenn man sich nicht so Bock hat, nochmal alles durchzulesen, liest man sich einfach die Randnotizen durch und da stehen halt die Basics, wie man jetzt zum Beispiel vor der Facharztprüfung nochmal schnell sowas überfliegen kann oder sowas. Das finde ich halt hieran sehr, sehr cool. Ich hatte aber auch vom Springer Verlag einige Bücher, das habe ich sehr viel in der Klinik dabei gehabt, weil es passte immer ganz cool in die Kitteltasche und da konnte ich dann immer mal schnell reingucken, wenn es da irgendwie um Notfälle in der Gynäkologie und Geburtshilfe ging. Da fand ich es cool, wenn das so kleine Heftchen sind, die man auch schnell mal irgendwo in die Kitteltasche stecken kann. Das war Springer und jetzt kommen wir noch zum nächstgrößeren Elsevier. Finde ich auch, machen super Bücher. Die ganzen Kompendien für das Examen zum Beispiel, da hat Elsevier auch eine total coole, ach, guck mal hier, noch irgendwelche Zettelchen von mir drin. Ziemlich cool zum Lernen für solche großen Prüfungen fand ich diese Reihen. Das ist, glaube ich, auch, genau, Frage und Antwort fand ich fürs mündliche Examen einfach sehr hilfreich. Und jetzt gerade benutze ich die weniger, weil es nicht mehr so um das Input-Lernen geht, sondern nur so um die Basics nochmal auffrischen. Meine persönliche Bibliothek hier und darf jeder seine eigene Meinung bilden und das ist nur mein Tipp. Also, in dem Sinne, ciao.